Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karriere mit dem 1. FC Kaiserslautern. Nach dem letzten Remis geht es weiter ins nächste Spiel, aber zuvor trainieren wir unsere Mannschaft nochmal. Nehmen nochmal dasselbe Training wie vorher nochmal auf. Tja, es wird immer schwieriger. Ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt hier mal sehen, dass ich aus der Pötte komme. Sogar auf Profi wird es jetzt schwierig. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Wir haben nochmal Post bekommen. Mitteilungen vom Spieler. Und zwar vom Sickinger. Danke, dass ich so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ich werde mein Bestes geben, Boss. Jo. Ich erwarte mehr von dir. Ich bin stolz auf dich. Bleib auf dem Teppich. Ach komm, ich bin stolz auf dich. Das wird ihn wahrscheinlich freuen. Ja, so ist es. So haben wir noch Post von Kühlwetter bekommen. Hey Boss, danke, dass Sie mir einen Ohr geliehen haben und mich spielen lassen. Wenn ich in Form bin, das rechne ich Ihnen hoch an. Ich mach mal hier, mach weiter so. Ja, das freut ihn auch. Gut, dann haben wir das auch durch. Hoppala. So, ich würde sagen, dann geht's weiter. Ich glaube, wir spielen das nächste Spiel gegen die Würzburger Kickers. Genauso ist es. Ein Samstagsspiel. Müsste aber jetzt eigentlich mal wieder zu Hause sein, oder? Ist ein Heimspiel, ja, genau. So, wir gucken mal auf die Tabelle. Kaiserslautern aktuell auf dem 12. Tabelleplatz mit 15 Punkten. Ja, und knapp hinter uns mit 14 Punkten. Aber mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis. Die Würzburger Kickers auf dem 14. Tabelleplatz. Ja, sollte eigentlich machbar sein, ne? Sag ich jetzt einfach mal so. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal in die Partie. Sehen zu, dass wir das Heimspiel nochmal gewinnen. Und dann sieht es auch schon wieder anders da aus. Die Trikotwahl sieht jetzt nicht so glücklich aus, ne? Okay. Ja, gut. Müssen wir aufpassen. Aber das sollte man eigentlich sehen, ja. Komm, ich spiele so. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Weil die haben auch ein bisschen mehr Weiß im Trikot drin. Von daher wird das eigentlich. Ja, passe. So. Abwehr Silber lassen wir mal außen vor. Wir gehen direkt rein in die Partie. Und wir sehen, es schneit sogar ein bisschen hier auf dem Betzeberg. Und wir begrüßen die Würzburger Kickers zum nächsten Drittligaspiel hier im Fritz-Walter-Stadion. Wolfgang Fuß und Frank Buschmann sind stumm geschaltet. Ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Deshalb entschuldigt bitte, ich bin auch kein ausgebildeter Kommentator. Ich versuche mein Bestes. Wang Hechang, 3 Tore in den letzten 3 Spielen, das lässt auf, Forsche. Das sollte Mut geben. Da ist er, Wang Hechang. Und wir hoffen, dass er heute nochmal trifft für den 1. FC Kaiserslautern. So, los geht's. Kaiserslautern mit dem Anstoß von links nach rechts. Über Spalwes zu Schatt. Schatt spielt nochmal zu Starke. Starke zu Spalwes. Der zu Wang Hechang. Wang Hechang weiß nicht wohin. Der dribbelt dahin. Wohin mit dem Ball? Ja, schön gemacht. So, und Schuss von Starke. Oder wer war das? Ah, Bergmann ballert das Ding in die Wolken. Ha, schade. Ah. Da habe ich zu lange das Knöpfchen gedrückt. Dummer Keil. Würzburg mit dem Abstoß. Ja, kommt er da noch dran? Flanke kommt rein, Flanke kommt rein, Flanke kommt dran. Oh, da ist der Torwart noch dran. Schöne Flanke. Kaiserslautern verliert aber den Ball trotzdem. Ja, da ist er nicht energisch genug. Schön aufgepasst von Schad. Schad jetzt mit dem Konter.
Wang Hee-Chang jetzt mit dem Schuss und dann wieder gehalten von Verstappen. Schöner Schussversuch und Emmerich oder wie immer der heißt, schießt den Ball ins Tor aus, gibt ins Tor, ins Seite aus, gibt Einwurf. Kaiserslautern. Ach, da wird er gestört. Da ist was drin hier. Kaiserslautern doch die stärkere Mannschaft hier zu Beginn der Partie. Schön gemacht, der Ball ist aber im Tor, aus, sag ich mal, wieder im Seite aus, gibt Einwurf für die Würzburger. Gigas in der 17. Spielminute. Junge, wo läufst du hin? So, Kaiserslautern jetzt in keine Schwierigkeiten. Na, was ist? Ich bleibe hier. Mach keinen Scheiß, Junge. Wieder gefault, müsste eigentlich Freistoß geben. Jetzt ist klar, wenn die Klinge springe hier, du. Jetzt kommt Kaiserslautern ein bisschen Bedrängnis. Konzentrationsschwäche am Anfang. Das ist nicht gut. Vorsicht, Ball immer noch heiß. Schön abgewehrt. Sickinger klärt ins Tor aus. Diesmal ist es richtig Tor aus. Gibt Eckball. Die erste für die Würzburger Gigas in der 25. Spielminute. Dieser doch frischen Partie bei eiskaltem Schneewetter. Schön. Achtung. Vorsicht. Vorsicht. Kaiserslautern tut gut dran, jetzt hier rauszuspielen. Und da wird er gefault, gibt Freistoß für die roten Teufel. Da lässt dann doch über den Oberschenkel springen, den Typ. Sickinger jetzt mit dem Freistoß. Zu Schad. Nochmal Sickinger. Bergmann. Der zu Spalwes. Spalwes, schöner Pass. Rüber zu Hämlein. Hämlein jetzt mit der Flanke. Kommt er dann. Schade. Nächster Schussversuch. Aber der war zu optimistisch. Ach, schade. In der Drehung. Mit Ball weggenommen, Gret. Schön aufgepasst, Matula. Ah, jetzt aber. Ach komm. Es wird relativ giftig, das Spiel jetzt. Nächster Schussversuch, aber wieder was Tor gezingert, gezimmert. Ja, ist schon was nicht zufrieden. Ach, aus dem Lauf raus. Und dann kriegt er doch zu viel Rückgelage und das Ding geht übers Tor. In die Zuschauermengerei. Ja, normal sind die ja nicht so aufgebaut, gell. Naja, gibt Abstoß. Würzburger Kickers, 43. Spielminute. Kaiserslautern, noch nicht torgefährlich genug. Alter, Alter. So, jetzt aber ab die Luzi. Ah, und das Spiel aus. Halbzeitpause hier in Kaiserslautern. Steht 0:0 zwischen den Roten Teufel und den Würzburger Kickers. Ah, ärgerlich. Halbzeitergebnisse. Braunschweig liegt zu Hause zurück mit 0:1 gegen Ingolstadt. Karlsruhe Jena. Ebenfalls zurückliegend mit 0:3 gegen Hansa Rostock. Zwickau führt zu Hause mit 1:0 gegen Groß Asbach. Preußen Münster und Chemnitzer FC 0:0. Und der SV Meppen führt ebenfalls zu Hause mit 1:0 gegen den FC Bayern 2. Wir müssen nochmal wechseln. Hämlein ist ziemlich im Arsch und kommt raus für Herrscher. So, Thiele darf jetzt mal rein für Starke. Und Kühlwetter darf auch für Spalwes.
Genauso machen wir das. Dreierwechsel zur Halbzeitpause. Weiter geht's. Wir müssen jetzt Gas geben. Wir brauchen unbedingt ein Tor hier. Das kann ja nicht sein hier. Das kann echt nicht sein hier. Sehr schön aufgepasst. Herrscher. Erster Ballkontakt. Bergmann. Thiele. Der Nummer 2. Herrscher. Ne, Bergmann ist das. Schön gespielt. Und Nachschuss. Und das ist Tor. Kühlwetter. Joker-Treffer. Ja. 1-0 für den ersten FC Kaiserslautern. Kurz nach der Halbzeitpause zieht er den Joker und trifft zum 1-0. Im Nachschuss gegen den Keeper hat er dann keine Chance mehr gehabt. Glückstreffer hier, dass der Ball nochmal zu Kühlwetter kommt und er kann dann ins leere Tor reinschieben, ins linke Eck. Schon mal ist es erleichtert. Kaiserslautern führt 1-0. Darf jetzt kein Gegentreffer mehr fangen und dann sind die drei Punkte hier zu Hause doch sicher, ey. Ja, der Ball geht ins Aus, gibt Einwurf für die Roten Teufel über Pick. Thiele. Bergmann. Wang Hechang schießt und. Ah, knapp übers Tor. Der hätte vielleicht noch ein bisschen Platz gehabt. Ach, da umtänzelt der zwei Abwehrspieler, aber Schad passt dennoch auf. Raus damit. Vorsicht, Vorsicht, aufpassen! Ball im Tor aus. Kaiserslautern mit dem Abstoß. Ja, schlittert er ein bisschen weit weg. Schön geklärt. Nächster Schussversuch. Kühlwetter! Verstappen hält, gibt die erste Ecke für Kaiserslautern, wenn ich mich recht entsinne. Ah, das war riese Chance. Der hätte müssen drin sind. Das wäre das sichere 2-0 gewesen in der 67. Spielminute. So gibt es einen Eckball für Kaiserslautern. Eckball wird ausgeführt von Pick. Nächster Schussversuch, aber zu schwach. Obacht, Konterchance für Würzburg. Aber es dauert zu lang. Es dauert einfach zu lang. Ach, nimmt ja der Ball noch. Vorsicht, aufpasse. Vorsicht! Und da ist es tatsächlich passiert, ey. Unglaublich. Ein Konter, ein Treffer. Und es steht hier 1-1. Ach, das ist doch wieder eine zu fassen. Ärgerlich, wie man hier die Tore fängt. Unnötig. Wolli getroffen. Unglaublich. Oh Mann. Ach komm, ich kann es nicht mehr sehen. Jetzt müssen wir Gas geben. Alles oder nichts. Jetzt gehen wir offensiv. Jetzt gehen wir hier offensiv ran. Total offensiv. Wir müssen jetzt unbedingt hier. Machst du das 2-0 nicht, ist hier alles vorbei.
Ach, der sollte eigentlich schon rankommen. Schade. Gibt einmal für Kickers. Kaiserslautern ist jetzt nervös. Kriegt nichts mehr gebacken. Oh, gefährlich, dass der da durchkommt. Ja, komm, renn schon. Pick jetzt. Auf den Weg zum Tor. Nächster Schuss. Oh, Riesenparade von Verstappen. Gibt nochmal Eckball für Kaiserslautern. Ah, schade, dass der nicht sitzt. Direkt auf den Keeper geschossen. Keine Chance, dass der Ball reingeht. Eckball wird ausgeführt. Vorsicht, jetzt gibt es wieder Konterchance hier. Würzburger Kickers. Obacht. Obacht gebe. Obacht gebe. Ball kommt rein. Boah. Schon 5 Minuten über die Zeit. Gibt sogar noch Eckball für Würzburg. Die wissen, wie die letzte Aktion sind. Vorsicht. Er pfeift doch ab. Da ist das Spiel aus, man trennt sich auch hier. 1:1. Was willst du machen, ey, Alter? So ein blödes Tor wieder gefangen. Ultra doof. Das Remis bringt beiden Teams gar nichts. Außer Frust und Verzweiflung. So, in diesem Sinne, das war zum Sonntag. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Und bis dahin sag ich Tschüss. Euer Chris.